Moin, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu meinem Lesemonat Juli. Ja, jetzt ist wieder soweit. Es werden alle Lesemonate hochgeladen und ich drehe meinen heute. Ja, ich habe 6 1/3 Bücher gelesen plus ein Hörbuch gehört, weswegen dieses 1/3, das werde ich euch am Ende des Videos nochmal sagen. Ich bin eigentlich relativ zufrieden mit den 6 1/3 Büchern. Weil ich habe zwar Semesterferien, aber ich muss nebenher halt auch noch arbeiten und eine Hausarbeit schreiben. Deswegen kann ich leider, ich würde natürlich viel, viel mehr lesen wollen, aber leider kann ich nicht mehr, weil man halt auch noch ein bisschen was anderes machen muss. Ja, die Bücher werde ich euch jetzt in chronologischer Reihenfolge vorstellen, also so wie ich sie gelesen habe. Und das erste ist Der Zauberer von Oz, der Kinderbuchklassiker, geschrieben von Lyman Frank Baum, ist im Anaconda Verlag erschienen. Diese Ausgabe für 4,95 Euro, wirklich ein toller Preis. Ich kann euch den Verlag auch wirklich ans Herz legen. Der verlegt halt Klassiker, meistens in gebundener Ausführung für tolle Preise. Ich finde hier auch die Ausgabe wirklich schick. Ja, den Klassiker wollte ich schon immer lesen, besonders seitdem ich den Kinofilm gesehen habe, der vor, ich glaube, vor 2 Jahren im Kino gelaufen ist, Die wunderbare Welt von Oz. Das war ja die Vorgeschichte zu diesem Klassiker und das hat mir dann, hat mich dann schon neugierig gemacht. Ich wusste nur, dass es um eine Vogelscheuche, um einen Blechmann, um einen Löwe und ein Mädchen geht, aber mehr wusste ich gar nicht. Und ich muss sagen, mich hat die Geschichte wirklich begeistert. Sie lässt sich so schön weglesen, es ist wirklich ein tolles Abenteuer und da sind lustige, liebevolle Figuren dabei und ja, wirklich, kann ich wirklich empfehlen und auch heutzutage kann man das immer noch als Kinderbuch gut weglesen. Ist auch illustriert, sind die Originalillustrationen, zwar nicht alle dabei, aber ein paar. Und wer sich dafür interessiert und ein bisschen mehr zum Inhalt erfahren möchte und wissen möchte, was mir sehr gefallen hat, ein paar Kritikpunkte hatte ich natürlich auch, also was da für Kritikpunkte waren, der schaut gerne in meine Rezension rein. Die werde ich euch immer hier oben in der Ecke verlinken und nochmal in der Infobox. Also schaut da doch gerne vorbei. Als nächstes habe ich ein Rezensionsexemplar gelesen, was mir vom Autor zugesendet wurde. Und zwar von Jörg Benne. Die Stunde der Helden ist eine Legende aus der Welt von Nuaret. Erschienen im Manticore Verlag für 12,95 Euro als Taschenbuch. Ja, das Cover gefällt mir auch sehr gut. Ist mal ein Einzelband. In der Fantasy ist es eher selten, dass man das findet. Fand ich sehr erfrischend. Ließ sich auch wirklich gut weglesen. Ist ein actionreiches Fantasy-Abenteuer mit viel Kampf und mal einen Helden, ein Protagonisten, der mal kein Held ist. Ja, was mir so ein bisschen gefehlt hat, war das Magische, das Fantastische, weswegen ich Fantasy halt auch so gerne lese. Trotzdem kann ich es empfehlen und wer ein bisschen mehr darüber erfahren möchte, der schaut sich auch wieder die Rezension dazu an. Verlinke ich euch wieder an den schon genannten Stellen. So, als nächstes habe ich 2 weitere Bände einer Kinderbuchreihe gelesen, die ich schon früher als Kind total gerne gelesen habe. Dann habe ich erfahren, dass es da weitere Bände zu gibt. Also ich hatte Band 1 bis 6 und Band 7 bis 10 gab es da noch und die habe ich mir jetzt gebraucht dazu gekauft. Die gibt es halt nicht mehr neu. Und zwar ist es die Reihe Witches Hexen Girls und ich habe jetzt Band 7 und 8 gelesen. Band 7 heißt Geister der Vergangenheit und Band 8 Hexenjäger sind halt im Ravensburger Verlag erschienen und von H.B. Gilmore und Randy Reisfeld geschrieben. Ja, lassen sich super toll weglesen, ganz einfach, aber auch irgendwie magisch und zauberhaft. Und ganz kurz zum Inhalt, es geht halt um 2 Hexenzwillinge, die bei der Geburt getrennt worden sind und sich mit 14 Jahren wieder treffen. Sie wussten gar nicht, dass sie Zwillinge sind oder Zwillinge haben und sind auch grundverschieden, weswegen das auch immer ganz lustig ist. Die eine ist halt so ein bisschen flippiger und ist eher in ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen. Die andere ist halt ein bisschen verwöhnt, aber ausgeglichener, aber wirklich 2 liebevolle Charaktere. Ja, und die beiden ergründen halt nun ihre Hexenkräfte und auch ihre Herkunft. Und apropos Herkunft, in Band 7, der hat mir bisher am besten gefallen oder mit am besten, weil sie dort
ihre Herkunft halt noch mehr ergründen, indem sie auf die Insel reisen, wo sie geboren worden sind, also ihre Heimat, ihre eigentliche Heimat. Und diese Insel ist wirklich sagenumwoben, weil da eigentlich überhaupt keine normalen Personen, sage ich, hingehen, weil das halt so mystisch dort ist und immer eine Nebelwand ringsherum um diese Insel ist. Ja, es war teilweise sogar richtig spannend und gruselig. Natürlich, die anderen lassen sich auch toll lesen und da ist auch viel Magisches dabei. Aber es werden auch viele Teenie-Probleme angesprochen, wie Freundschaft und Jungs und Eifersucht und was auch immer. Was aber auch toll ist und sich wirklich gut lesen lässt. Kann ich wirklich empfehlen, auch wenn die Reihe nicht mehr neu zu bekommen ist und schon einigermaßen alt ist. Aber mir bringt die total viel Spaß und euch wird die bestimmt auch gut gefallen. Ich habe dazu noch keine Rezension gemacht, aber ich kann euch gerne den Lesemonat verlinken, wo ich den ersten Band vorgestellt habe. Und da erfahrt ihr vielleicht ein bisschen mehr. Ich denke mal, wenn ich Band 9 und 10 jetzt diesen Monat gelesen habe, dann werde ich eine Rezension über die gesamte Reihe machen, wo ich natürlich nicht spoilern werde. So, als nächstes habe ich den dritten Band einer Drachenbuchreihe gelesen. Ich bin ja totaler Drachenfan und ich weiß nicht, ob ihr vielleicht schon mein Drachenbuch-Special kennt, wo ich alle Drachenbücher aus meinem Regal gezogen habe und diese euch in einem Video vorgestellt habe. Da könnt ihr gerne mal reinschauen, wenn euch Drachen auch so gefallen. Ja, und dann danach, also diese Drachenbuchreihe, die war noch nicht dabei, weil die habe ich mir danach gekauft, ist wieder eine Reihe, die nur gebraucht zu bekommen ist, aber ich habe die wirklich in tollen Zustand bekommen. Band 1 und 2 für 99 Cent und Band 3 für ein paar Euro mehr. Ja, und Band 3 ist halt dieses hier, der Feuerstern von Christy Lacey, ist im Koppenrad Verlag erschienen, gebunden und als Taschenbuch gibt es die auch. Band 1 seht ihr hier hinten. Band 1 heißt Feuerträne und Band 2 Eisflamme. Sind tolle Cover, finde ich wirklich total schön. Haben auch ein Lesebändchen. Dieser Band hat jetzt 509 Seiten, also relativ dick. Der Verlag sagt ab 10 Jahren, was ich für Band 1 auf jeden Fall passend finde, aber 2 und 3 haben es echt schon in sich. Da weiß ich nicht, ob das so passt, aber das werde ich sicherlich in der Rezension noch ein bisschen näher erklären. Es hat sich auch total gesteigert. Band 1 war noch wirklich so eine Kindergeschichte und da ging es auch seltsamerweise, was mich gewundert hat, auch viel um Eichhörnchen und gar nicht so viel um Drachen, was mich gewundert, auch ein bisschen enttäuscht hat. Band 2 hat sich dann aber auch schon sehr gesteigert, da hat man auch viel mehr über die Drachen erfahren. Und Band 3 war dann auch das Finale und das hat man gemerkt, das hat mir auch am besten gefallen von den drei Bänden. Geht es halt so ein bisschen um die Drachenherkunft, wie die Drachen verschwunden sind und dass jetzt die Drachen wiederbelebt werden sollen. Und ja, ein Student, der bei einer Familie wohnt, die Drachenfiguren herstellen und die seltsamerweise vielleicht auch lebendig sind. Ja, in dem dritten Band geht es auch ein bisschen um Eisbären und spielt in der Antarktis und die Eisbären und die Drachen sind halt mythologisch so ein bisschen verbunden. Kann ich auch empfehlen. Ich hatte natürlich auch ein paar Kritikpunkte dabei, die werde ich euch dann in der Rezension vielleicht nochmal vorstellen, wenn ich die ganze Reihe vorstelle, wo ich natürlich auch nicht spoilern werde. Wenn ich die gemacht habe, dann werde ich die auch in diesem Video hier verlinken. Als nächstes werde ich euch Kinderbücher vorstellen. Ich habe die bei einem Gewinnspiel gewonnen. Und zwar bei Lovely Books kann man sich ja für Leserunden anmelden, wo man dann zusammen ein Buch liest. Und dort habe ich Kuschelflosse Band 1 und 2 gewonnen. Band 1 habe ich als Hörbuch und Band 2 als Bilderbuch zugeschickt bekommen. Vielen Dank dafür nochmal. Ja, ist geschrieben von Nina Müller und Band 1 ist gelesen von Ralf Schmitz, der das wirklich toll macht. Und der diesen Figuren verschiedene Stimmen gibt und die auch wirklich lustig gemacht sind und einen Wiedererkennungswert haben. Wirklich ulkig und niedlich. Hier der erste Teil heißt Das unheimlich geheime Zauberriff, wo halt Kuschelflosse, das ist dieser blaue kuschelige Fisch hier, mit seinen Freunden auf der Suche nach dem geheimen Zauberriff sind, wo eine Schildkröte leben soll, die Wünsche erfüllt.
ist im CBJ Verlag, im CBJ Audio Verlag erschienen, hat 2 CDs, Gesamtspielzeit 1 Stunde und 24 Minuten, empfohlen wird es ab 4 Jahren. Ja, wirklich süß, kann ich euch total empfehlen. Habe ich auch schon eine Rezension zu gedreht. Wenn ihr da mehr zu erfahren wollt, dann klickt doch mal rein. Ja, und Band 2, Kuschelflosse, die blubberbunte Weltmeisterschaft, wie gesagt, von Nina Müller geschrieben, im Magellan Verlag erschienen und wirklich toll aufgemacht. Also wirklich ganz, ganz hübsch. Viele Illustrationen, so bunt und so kleinteilig auch mal. Es gibt so viel zu entdecken. Und Text gibt es auch relativ viel. Also ist nicht nur ein Bilderbuch. Hier geht es halt um, wie schon die Unterschrift sagt, die blubberbunte Weltmeisterschaft, wo auch Kuschelflosse und seine Freunde mitmachen wollen. Es geht halt um den Wettbewerb, die besten, lustigsten, größten oder was auch immer Blubber zu erschaffen. Wie auch immer, und die möchten jetzt, die Freunde und Kuschelflosse möchten eine Maschine bauen, womit sie einen Automaten, der halt Blubber erschafft. Und da müssen sie natürlich die Zutaten und die ganzen Bauteile nun erstmal herschaffen, und das ist auch ein tolles Abenteuer. Werde ich euch denn in den nächsten Tagen eine Rezension hochladen. Ja, das waren jetzt alle Bücher, die ich ganz gelesen habe. Jetzt kommen wir zu dem ein Drittel Buch. Und zwar ist das Westeros von George R. R. Martin. Das ist ja die Welt von Eis und Feuer, Game of Thrones. Sozusagen das Geschichtsbuch zu Game of Thrones. Wirklich ein Proper mit 350 Seiten. Voll mit Informationen zu der Geschichte von Westeros, aber auch von Essos, also den anderen Kontinent, zu den ganzen Völkern, also wie Westeros bevölkert wurde, wer sind die Andalen. Die ganzen Targaryen-Könige wurden hier aufgezeigt, da stecke ich jetzt auch noch mittendrin, also da gibt es ja ewig viele von. Bin jetzt aber ziemlich am Ende von den Targaryens und jetzt geht es dann noch weiter, dann gibt es die Geschichte zur Mauer, zum Norden, zum Süden, also wirklich unumfassend, bin ziemlich begeistert davon, aber es ist halt wirklich so ein Geschichtsbuch, zu viel Information, also ich kann das nicht an einen Rutsch weglesen, deswegen habe ich gesagt, lese ich halt jeden Tag ein Kapitel und es ist wirklich auch toll illustriert. Ich bin ziemlich begeistert, aber wie gesagt, kann es nicht an ein Stück weglesen, deswegen habe ich jetzt so ungefähr ein Drittel, etwas über 100 Seiten gelesen. Und mal gucken, ob ich das denn im August schaffe oder dann im September fertig werde. Ich werde euch auf jeden Fall eine Rezension dazu hochladen. Ja, es ist eigentlich ganz ungewohnt für mich, mehrere Bücher gleichzeitig zu lesen. Das mache ich eigentlich nicht. Bin ziemlich fast schon überfordert davon, weil ich dann immer ein Kapitel von Westeros lese, dann nebenbei noch ein anderes Buch habe und noch was für die Hausarbeit lesen muss. Ja, so ein bisschen überfordert mich das, aber ich versuche das zu strukturieren. Wann ich was lese, dann geht das vielleicht. Weil sonst sitze ich da, was lese ich denn jetzt? Ja, ich weiß nicht, könnt ihr das? Könnt ihr so viele Bücher gleichzeitig lesen? Ich weiß, dass es manche gibt, die das können. Und einfach da weiterlesen, wo sie möchten. Oder macht ihr das strukturierter und lest wirklich ein Buch nach dem anderen weg? Natürlich interessiert mich auch, wie viel ihr so im Monat gelesen habt und ob ihr die Bücher, die ich euch vorgestellt habe, schon gelesen habt, ob ihr die kennt, ob ihr die noch lesen möchtet und ja, wie ihr die fandet, was ich so vorgestellt habe. Ach ja, nochmal ganz zum Schluss, hier möchte ich sagen, das war ein Rezensionsexemplar oder ist ein Rezensionsexemplar von Penn Halligan Verlag, wurde mir zugesandt, also vielen Dank dazu nochmal. Und kostet, glaube ich, 39 Euro, also 40 Euro oder 30 Euro, weiß ich nicht mehr. Aber ich werde euch das nochmal in die Infobox schreiben zu den einzelnen Titeln, wie viel die kosten und so weiter und so fort. Ja, das war's von mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und schreibt mir fleißig in die Kommentare und seid beim nächsten Mal dabei. Ciao, ciao!